Ja? Und es wird vielleicht bei uns Zeit für einen ersten Heimdreier. Von dem her sind die Vorzeichen vielleicht nicht allzu schlecht, aber wichtig ist, was wir auf dem Platz abliefern. Und da kannst du davor so viel reden, wie du möchtest. Am Ende gilt es eben, die 90 Minuten alles abzurufen. Wir zerreißen uns jedes Training auf dem Platz. Da geht es um Plätze, da geht es eben darum, den Fans, den Leuten hier drumherum, die bestmögliche Leistung abzurufen und zu geben. Und von dem her Druck hast du immer. Aber ich glaube, dass es schlechter wäre, wenn wir hier 4, 5 schlechte Spiele abgeliefert hätten. Und das haben wir nicht getan. Von dem her bin ich da total optimistisch und ich glaube, dass wir uns definitiv auf dem richtigen Weg befinden. Aber du brauchst halt teilweise auch das nötige Quäntchen Glück. Und ich sehe es, wie gesagt, jeden Tag, wie wir arbeiten, wie jeder alles reinhaut. Und ich glaube, Glück kann man nicht zwingen und da sind wir definitiv dabei. Ich finde, wir haben unglücklich nur 2 Punkte auf dem Konto. Ja? Würde das Ganze anders ausschauen und du hättest 1 Punkt oder 2 Punkte mit Ach und Krach, dann solltest du dir vielleicht Gedanken machen. Aber ich finde, so gibt es überhaupt keinen Anlass. Wie gesagt, ich finde, wir haben gute Spiele absolviert. Von dem her bin ich da total optimistisch und das spüre ich einfach auch in der Truppe. Und deswegen können wir auch noch gute Laune versprühen, ja, weil wir fokussiert sind auf unsere Aufgaben. Jeden Spieltag nehmen wir zu 100% an. Und ich glaube, wie gesagt, dass der Erfolg kommen wird und am besten jetzt am Samstag. Ich glaube, man hat immer Ziele. Ja. Man will immer versuchen, das Bestmögliche zu erreichen. Und da ist natürlich am Spieltag sind es die 3 Punkte, das ist ganz klar. Und das ist von jedem von uns das Ziel. Das ist, glaube ich, vom Trainerteam, von allen das Ziel. Aber ich glaube, es kommt immer auch auf den Verlauf einer Saison an. Ja. Wie viel Selbstvertrauen hast du? Wenn du jetzt aus den 4 Spielen auf einmal 12 Punkte hast, hast du eine ganz andere Brust natürlich. Das heißt nicht, dass unsere Brust schmal ist. Aber ich glaube, man muss auch immer den nötigen Respekt dem Gegenüber darbringen. Und ich glaube, Freiburg ist keine schlechte Mannschaft, wo man sagt, da muss man gewinnen. Natürlich, sie haben 2-mal auswärts verloren. Ja? Und es wird vielleicht bei uns Zeit für einen ersten Heimdreier. Von dem her sind die Vorzeichen vielleicht nicht allzu schlecht. Aber wichtig ist, was wir auf dem Platz abliefern. Und da kannst du davor so viel reden, wie du möchtest. Am Ende gilt es eben, die 90 Minuten alles abzurufen. Und dann können wir am Samstagnachmittag nochmal zusammensitzen. Und dann werden wir sehen, ob wir es geschafft haben.